Tobi, Punkt in Berlin, kann man zufrieden sein? Mit dem Punkt sicherlich ja, mit der Spielweise wahrscheinlich nicht so. Defensiv alles okay, in jedem Zweikampf gehauen, offensiv sehr, sehr harmlos gewesen, was uns eigentlich nicht zu Gesicht liegt. Wir wollten ein anderes Gesicht auswärts zeigen, an die Leistung der letzten Woche anknüpfen, aber es ist uns heute in keiner Weise gelungen. Wir haben trotzdem einen Punkt geholt, wir wollten nicht als Verlierer vom Platz gehen, das ist uns gelungen. Deswegen, ja, mit der Leistung sind wir nicht so zufrieden, mit dem Punkt umso mehr. Mit einem Punkt definitiv, über das Spiel können wir diskutieren, es war nicht so gut. Trotz allem, wie gesagt, sind wir zufrieden, dass wir einen Punkt mitgenommen haben. Vorher, die Spiele haben wir uns besser verhalten oder besser gespielt und auswärts nichts mitgenommen. Deswegen müssen wir damit mal andersrum zufrieden sein. Ja, war heute eine schwere Aufgabe. War irgendwie auch so ein richtiges Dreckspiel. Ja, natürlich super, dass wir auswärts gepunktet haben. Berlin ist ja nicht so schlecht, von daher mit einem Punkt können wir sehr gut leben. Was hätte deiner Meinung nach heute noch besser klappen können? Also hinten seid ihr eigentlich dicht gewesen und ja, nach vorne habt ihr auf eure Chance gewartet. Ja, so wollten wir es eigentlich angehen, aber wir haben dann nach vorne zu viele Bälle verloren, wir haben die Konter schlecht ausgespielt und haben einfach kein Durchsetzungsvermögen vorne gehabt. Aber es gibt nun mal so eine Spiele, ja, wir wussten, was auf uns zukommt. Die Herthaner haben wirklich zu Hause enorme Qualität, die haben wir größtenteils aus dem Spiel genommen. Ja, wir haben einen Punkt mitgenommen, deswegen darf man auch alles nicht so kleinreden. Wir wollten ein anderes Gesicht zeigen, es ist uns nicht gelungen. Wir haben trotzdem nicht verloren, deswegen ist das, glaube ich, das einzig Positive heute. Ja, die Fehlerquote in unserem Spiel nach vorne war einfach heute sehr, sehr hoch. Und das sollten wir meiner Meinung nach demnächst besser machen. Da bin ich mir sicher, dass wir auch wieder zu Tormöglichkeiten kommen. Was sind so deine Ziele? Mit welchem Punktepolster würdest du gerne in die Winterpause gehen? Alles über 20 Punkte würde ich gerne natürlich mitnehmen, aber wie gesagt, wichtig ist erstmal das nächste Spiel. Da sind wir im Pokal gegen die Bayern dran. Wenn wir das wieder gut machen, dann können wir mit Selbstvertrauen nach Hamburg fahren, von daher von Spiel zu Spiel. Wie müsst ihr jetzt gegen das schwere Bayern los im Pokal anstinken, sage ich mal? Ja, wie gesagt, heute hinter diesem Spiel einen Haken hintermachen und der Trainer hat sich bestimmt was dabei ausgedacht, wie wir Bayern München vielleicht schlagen können. Und es wird sehr, sehr schwierig. Aber trotz allem werden wir auf die wenige Chance hinarbeiten, die möglich ist. Jetzt habt ihr mit dem FC Bayern richtig harten Brocken im Pokal vor der Brust. Gibt es irgendein Rezept, wie man die Nuss knacken kann? Ja, da gibt es einige Rezepte. Wir wissen ungefähr, wie wir gegen Bayern spielen müssen. Wir wissen, was auf uns zukommt. Wir brauchen natürlich den gewohnt überragenden Tag, aber ja, die Stadt wird hinter uns stehen, die Fans werden hinter uns stehen. Wir hoffen natürlich auf ein großes Spiel in Augsburg, werden alles investieren und dann schauen wir, was dabei rauskommt. Ja, einfach gut regenerieren und gegen die Bayern hast du nichts zu verlieren, wir werden alle hochmotiviert sein. Die Bude wird brennen und traumhaftes Spiel, wir können nur gewinnen.